Dankeschön. Ich glaube, ich mache das mal hin, Leute. Ja. Ich bin doch ein bisschen größer und ja, Stefan muss auch noch Stimmen wenden. Ein bisschen Zeit habt ihr noch, ne? Oder? Müsst ihr schon nach Hause. Schön, dass ihr da seid. Das ist echt Wahnsinn, dass Achim das immer schafft. Also im Fernsehen kriegen wir sowas nicht hin. Also mitten in der Woche, dass so viele Leute dann zur Musik kommen, das ist schon echt toll. Das kriegt nur Achim hin. Wir kommen übrigens aus Kirchlinteln, das ist unser Proberaum. Ein paar von uns wohnen in Pferden, der Arndt am Bass und der Matze am Piano. Ansonsten kommen wir aus Kirchlinteln und Umgebung. Und der Stefan ist auch soweit, dann können wir loslegen. Dort noch ein Mann, der sein Augenlicht verlor. Er zog eins in den Krieg für Freiheit und ein bisschen Ruhe. Und was er dort erblickte, hat überhaupt nichts mit Menschlichkeit zu tun. Er sagte, vielleicht, vielleicht könnte alles so einfach sein. Vielleicht, vielleicht könnte alles so einfach sein. Der Mann ist weg, hat seine 7 Sachen gepackt. Er zog nach Alaska, weit weg der Zivilisation. Und hier in der Stille, mit seinen Erinnerungen allein, hört er nun nach sich mehr, wie die Toten schreien. Er sagte, vielleicht, vielleicht könnte alles so einfach sein. Vielleicht, vielleicht könnte alles so einfach sein. Vielen Dank. Opa Studio, es macht auch wieder Spaß. Es
Das nächste Lied, Alles wird gut. Und der Matze, der am Piano, der spielt nicht nur Piano, der kann auch Waschbrett und Glockenspiel, das kommt nachher auch noch zum Einsatz. Und jetzt, Matze, das Waschbrett. Er ist nun mal recht vergesslich, man muss ihn das immer erwähnen. Also, jetzt Waschbrett, Matze. Einer dieser grauen Tage. Wenn du dich selber fragst, macht es alles noch einen Sinn? Die Lieder, die du singst, sind melancholisch. Es fehlt an Substanz und am Ende reimt sich alles nur Wind. Ich möchte, dass du weißt. Ich möchte, dass du weißt. Ja, ich möchte, dass du weißt. Ich möchte, dass du weißt. Das um jeden Preis. Sing mit mir das Lied von Traurigkeit, wenn du zerfließt. Voll lauter Selbstmitleid, dann glaube mir, oh ja. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Eines Tages ganz groß raus. Es gibt bereits so viele Stars auf Erden. Bis heute wartet irgendwie der Riesenapplaus. Nichts für ungut. Nichts für ungut. Ja, nichts für ungut. Ja, nichts für ungut. Bist du denn nicht zufrieden? Sing mit mir. Traurigkeit, wenn du zerfällst, verlass das Selbstmitleid und glaube mir, oh ja. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Matze Hemprich an der Schweineorgel und am Waschbrett. So Matze, jetzt muss das Glockenspiel raus. Wenn es am schönsten ist, mit Glockenspiel, ganz altes Ding aus der Grundschule damals. Eine Frage noch, bevor du gehst, war's denn auch so schön für dich? Eine Frage noch, bevor alles zerbricht, wann werden wir uns wiedersehen? Es tut so weh. Thank you.
Eine Frage noch, wenn es mir gestattet ist. Nimmst du wirklich alles mit? Eine Frage noch, was soll es heißen? Es wird Zeit, das ist mir viel zu primitiv. Aus uns. Eine Frage noch, warum? Ich glaube, ich weiß jetzt, was uns fehlt. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh, wenn es gerade am schönsten. Es tut zu weh, wenn du mich verlässt, einfach so. Es tut zu weh, es ist gerade am schönsten und alles andere nicht mehr zählt. Und Matze Hembrich am Glockenspiel. Nochmal extra Applaus für Matze Hembrich. Der braucht das nämlich. Gut. Ja, das sind, uns gibt es seit 2015. Komischerweise haben wir uns da irgendwie gefunden. Ne? Seitdem kommen wir nicht mehr auseinander. Und wir treffen uns einmal die Woche, um Musik zu machen, in der Operstube. Da wohnte dein Opa damals. Ne? Und das sieht da aus wie in den 70ern. Deswegen kommt unser Name, Operstube, dachte ich. Treffen uns in der Stube, dann werden wir auch ein paar Stube aus dem Band und bleiben dort. Und wir freuen uns immer, einmal die Woche rauszukommen und da Musik zu machen. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir dann auch mal vor Publikum spielen können, so wie hier. Klasse, dass ihr da seid. Es geht weiter mit einem neuen Stück. Das Beste kommt zum Schluss. Matze, Akkordeon. Das Beste kommt zum Schluss, hat dein Vater schon gesagt. Du wartest auf diesen Kuss, hast schon lange aufgespart. Die ganze Zeit schließt du die Augen, denkst nur daran. Die ganze Zeit schließt du die Augen, aber wann? Beste kommt zum Schluss, macht doch anders keinen Sinn.
wartest auf diesen Kuss. Fühlt sich wie ein Fähnchen im Wind. Die ganze Zeit schießt du die Augen, denkst nur daran. Die ganze Zeit schießt du die Augen, aber wann? Vielen Dank. Matze Hemperich am Akkordeon. Matze, lass das Akkordeon gleich um. Es geht weiter. So Running Gag, das machen wir jedes Mal so. Und das passt auch jedes Mal. Jedes Mal muss man ihn erinnern. Ganz alleine, jetzt gib alles, Matze. Also letztes Stück ist. Die gelbe Lampe ist noch nicht an. Irgendwann ins Paradies, wo große Mengen Milch und Honig fließt. Mich irgendwann einmal nach Paris, auf den Eiffelturm, nachdem ich die Nacht durchlief. Das war schön, aber nur so ganz alleine. Wenn ich ehrlich bin, macht es keinen Spaß, aber nur so ganz alleine. Wenn ich ehrlich bin, das Leben nur halb so schön. Mit irgendwann das große Los, schönes Haus mit dem Garten und viel Moos. Mit irgendwann einmal mit einem Floß Welt bereisen und geht es los. Das wär schön, aber nur so ganz alleine. Wenn ich ehrlich bin, macht es keinen Spaß, aber nur so ganz alleine. Wenn ich ehrlich bin, das Leben nur halb so schön. We'll be right back.
Großmengen Milch und Honig fließt. Und irgendwann einmal nach Paris. Den Eiffelturm, nachdem ich die Nacht durchlebe. Das war schön. Stefan Krecher, Andreas Vöge, Arndt Beslag und Mats Hemprich. Vielen Dank, Opa Studio.